So, ein Spiel im Trend. Weiter geht's mit dem MMO 10er Pack von Goblin Keeper. Heute wird mein zweiter Dungeon anstehen, den ordentlich auszubauen. Und beim letzten Mal habe ich ja einen feindlichen Mitspieler angegriffen. Also ein echter Spieler, nicht nur hier so ein NPC-Dorf oder so. Da hole ich mir nochmal meine ganzen Login-Boni ab. Urzeitliches Feuer, was gibt es dann noch? Urzeitliche Erde. Also das sind dann die spezielleren Ressourcen praktisch. Leder bekommt man da auch beim Einloggen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich einmal am Tag einzuloggen. Und diese neuen Ressourcen sind sogar voll mein Inventar momentan. Deshalb kann ich die nicht mal aufnehmen. Hier nehme ich auch ein bisschen was mit. So, Nahrung passt eigentlich noch. Und ich würde sagen, es startet gleich direkt mit dem Kampf. Hier auf Info schaue ich mir mal einige Berichte an. Ja, da habe ich fleißig die Leute trainiert. Dann Angreifer war das ich. Das war, glaube ich, genau sogar ich. Kampfberichte. Schauen wir uns den Kampf mal an und spielen den. Gesamt 5, getötet 0. 0, 0. Oh, also ich habe Herrlose angegriffen. Street to Hell. Und anscheinend hatte der keine lebenden Kreaturen mehr. Das heißt, das war ja dann ein ganz einfaches Spiel für mich. So sieht sein Dungeon aus. Wenigstens kann man sich jetzt ein bisschen Inspiration auch von anderen Leuten holen. So, da fangen meine Leute an. Ich lasse es jetzt einfach mal langsam spulen. Ah, der hat hier ein besseres Erz hier zum Abernten. Das habe ich leider in meinem Dungeon nicht. Da habe ich nur Gold. Hier hat er Eisen. Da hat er nochmal Eisen und Gold. Boah, ich glaube, der hat hier den Hauptgewinn. Aber der hat dann auch hier ein Problem. Das ist, glaube ich, das ist die Taverne. Und der hat dann hier ein 2x2-Feld und kann das praktisch dann nicht mehr ausbauen. Da müsste er hier was wegnehmen und hier. Aber da über die Mine kann er nicht drüber. Ich habe meine Begleiter zum Tresor geschickt und die räumen jetzt hier alles aus und verschwinden dann wieder. Das heißt, der hat das hier alles ganz nahe zusammen platziert. Auch wenn er jetzt die Werkstatt zum Beispiel ausbauen möchte, kann er das rein theoretisch nicht tun. Auch hier, das um die Ecke ist nicht so günstig platziert. Ja, die Farm da geht eigentlich. Aber das ist schon ein Ding, wieso er hier so zwei Felder hat. Vielleicht, dass man hier viele Ressourcen da lagern kann. Aber das ist schon kompliziert. Also nicht kompliziert, aber da muss man sich schon einiges überlegen, wie man das hier baut. Aber auch cool, dass man hier praktisch bei anderen ein bisschen ausspähen kann und sich dann merken, aha, wie haben die das gemacht? Das werde ich vielleicht auch so machen, also wenn es gut war. So, macht hinne hier. Beschleunigt da mal raus, ihr zwei Warlocks. Stufe 4 und Stufe 1. Kampf vorbei. Okay, geschlossen. Das heißt eigentlich, naja, Kampf vorbei ist gut gesagt, mein Lieber. Das war ja gar kein Kampf. Eigentlich müsste diese Quest jetzt abgeschlossen sein. Da hüpft schon wieder alles. Ich denke mal, das war's dann auch. Feinde machen. Überfalle einen feindlichen Meister. Jawohl. Akzeptieren. 500 Erfahrungspunkte. Ein Level Up brauche ich noch, dann kann ich eine Allianz gründen, glaube ich. Oder war das nicht? Oder das war schon beim vorigen Level Up. Eigentlich müsste ich jetzt schon eine Allianz gründen können, weil das brauche ich auch für eine Quest. Naja, da muss ich nochmal schauen. So, Feinde machen. Das ist fertig. Und dann hatte ich noch eine Quest. Platziere einen abschließbaren Keller in deinem Lagerhaus. Genau. Und zwar habe ich den über die Nächte produzieren lassen in meinem Lagerhaus. Das müsste eigentlich das hier sein. Dann platziere ich da mal einen abschließbaren Keller. Habe ich sogar zwei davon jetzt. Der schützt nämlich meine Ressourcen vorm Plündern. Das heißt, 500 Ressourcen mit dem abschließbaren Keller können dann nicht weggeplündert werden. So wie ich zum Beispiel jetzt zu dem Tresor gegangen bin von dem feindlichen Spieler. Das hat 30 Minuten in etwa gedauert, bis ich da angekommen bin. 300 Erfahrung. Und ich bekomme sogar einen abschließbaren Keller nochmal zurück. Okay. Baue aus der Ferne 100 Einheiten aus einer beliebigen Ressource ab. So, das heißt, für sowas gehe ich jetzt zum Beispiel in die Oberwelt. So, hier gehe in meinen Berg Blutzahn, der, glaube ich, schon immer voller wird. Ja, doch, also da muss man sich schon um die, naja, ist noch einiges frei, um die letzten Wohnungen dann ein wenig streiten. So, wie kann ich das jetzt machen? Lieferung losschicken. Das könnte ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal diesen hier. Rohstoffe abbauen. Kann ich hier jetzt zum Beispiel machen. Oh, ich kann nicht mal so eine Rubinmine noch abbauen, weil ich da Gesteinskunde erst erforschen muss.
Mal schauen, hier habe ich ja auch, kann ich hier eventuell, da ist urzeitliches Feuer, das könnte ich abbauen. Aber ich glaube, da war sogar mein Inventar voll, das wird sich jetzt gar nicht lohnen, weil ich das erstmal noch gar nicht benötige. Urzeitliche Erde hätte ich hier. Schauen wir mal, wie viel Menge, wow. Je mehr ich hier festlege, desto länger dauert das. Oh mein Gott, das ist ja krass viel. Wenn ich jetzt 2000 hier abernten möchte von dem, dauert das 7 Tage für den Abbau. Zwar 4 Minuten nur bis zur Ankunft, aber ja. Moment, ich kann auch von Shieldville Goblins losschicken. Da ändert sich nicht wirklich viel. Holla die Waldfee. Also ich glaube, das mache ich jetzt erstmal hauptsächlich für die Quest und werde da einfach nur ganz wenig. Gold kann man nie genug haben. Ganz wenig hier abbauen. Was ist denn das Wenigste? Kann ich auch hier... Ah, ich kann direkt eine Zahl eintragen. Was ist, wenn ich jetzt hier nur ein Gold abernte? Dann dauert das 1 Minute. Oh, ein Goldstück dauert 1 Minute. Das ist aber krass viel. Das ist ziemlich viel, wenn ich das so aus der Distanz... Ich mache jetzt einfach mal ein Goldstück. Ich habe ja nicht wirklich so den Ressourcenmangel, weil ich es doch recht langsam angehe und über Nacht immer die Ressourcen alle ansammeln lasse. Das heißt, jetzt müsste... Die Quest, abbau aus der Ferne 100 Einheiten ab. Oh mein Gott, dann hätte ich das vielleicht doch auf 100 setzen sollen. Goldmine mache ich, kaum noch 100 hier. Einen Goblin schicke ich nur los. Das dauert jetzt eben 1 Stunde 41, aber so soll es sein. In diesem Dungeon bauen schon Goblins Ressourcen ab. Ah, ich kann nicht in 2 Dungeons gleichzeitig Leute abbauen lassen. Dann probiere ich es hier auch mit Gold. Mache ich hier auch 100, komm. 1 Stunde 41, starten wir das Ganze. Und dann schaue ich jetzt erstmal, die Quest ist jetzt noch nicht erledigt. Tritt einer Allianz bei oder gründe eine. Um einer Allianz beizutreten oder eine Allianz zu gründen, klicke auf den Reiter Allianz am oberen Fensterrand. Du musst Stufe 14 erreicht haben, bevor du selbst eine Allianz gründen kannst. Also hier gibt es so eine Allianzübersicht. Das sind jetzt alle Allianzen. Die Almighty Raiding Goblins, die Ark, sind momentan die ersten. Die Punkte werden da, glaube ich, so einfach addiert von allen Leuten, die in dieser Allianz sind. Werden da die Punkte aufsummiert. Ich kann jetzt hier selbst eine Allianz gründen. 32 Zeichen und ein Kürzel. Oh, genau. Das sind dann... Das ist dann... Der Goblin-Trend. Und mit dem Kürzel... Gott. Der Goblin-Trend. Gott. Jawohl. So machen wir das. Spontan. Der Name deiner Allianz ist schon vergeben. Goblin-Trend? Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Macht ihr Scherze? Wie kann das vergeben sein? Spieletrend. Spiel. Woohoo. Speichern. Der Name deiner Allianz ist schon vergeben. Ich liebe es. Jawohl. Yahoo. Spieletrend.com. Ja. Epic Win. Es funktioniert. So, dala. Rang 255, oh, nicht schlecht. Auszeichnungen, das sind so verschiedene Achievements, die man erhalten kann. Jawohl, das heißt, jetzt habe ich eine Allianz gegründet. Erstmal nur für die Quest. Ein starkes Team sind wir jetzt. Jawohl, willkommen in deiner neuen Allianz, mein Meister. Mein Meister. Bei den Kreaturen habe ich auch was abgeschlossen. Und zwar habe ich einen Ork auf Stufe 10 gelevelt. Gibt auch wieder ein paar Erfahrungspunkte. Dann habe ich einen Warlock auf Level 10 gelevelt. Das habe ich auch gemacht. Level 10 ist da momentan das Maximum. Da muss ich erst was Neues erforschen, dass ich die bis Level 20 oder höher bringen kann. Da ganz unten habe ich auch was abgeschlossen. Lauter Schätze. 10.000 Gold soll ich im Tresor lagern. Habe ich getan. Und 10.000 Eisen soll ich im Tresor lagern. Jetzt bin ich gespannt, wie weit es da dann noch geht. Ich habe ja am Marktplatz hier schon Hunderttausende gesehen an Ressourcen und Rohstoffen, also recht viel. Okay, hier wird mir angezeigt, da wird gerade abgeerntet. Ich kann auch hier rauszoomen und mir das Ganze nochmal genauer ansehen. Aber ich denke mal, da ist schon Platz für einige Spieler. So, ich gehe jetzt einfach mal nach Ressourcing. So, dala, hier. Da haben die auch schon fleißig Gold geerntet. Gold ist eine der Hauptressourcen, also Gold. Dann die Forschung und die Nahrung. Deshalb ist es
Ja, es hat Vor- und Nachteile. Hier sind eben keine Sachen wie urzeitliche Erde oder sowas. Dafür zweimal Gold hier. Habe ich mir auch was nicht so Knorkiges ausgesucht. Aber da Gold doch recht wichtig ist, kann ich da schon ordentlich was rausholen, denke ich mal. So, das erste, was ich jetzt hier erstmal baue. Hey, wieso hüpft das schon wieder? Das erste, was ich jetzt mal baue, ist eine Farm. Aber jetzt muss ich mir wirklich überlegen, ich will die da nicht gleich dran stückeln, sondern ich will wirklich den Platz, weil wie komme ich sonst in die Ecke? Anderes Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier so einen weiten Weg da baue, dass ich einfach in der Ecke sein kann, ist das auch eher uncool eigentlich. Aber ich fange einfach mal in der Ecke jetzt an. Obwohl, in der Ecke sollte ich vielleicht eher was bauen, wo man nicht so oft hin muss und die Farm dann zum Beispiel doch eher im Zentrum. Aber wenn ich den jetzt auf hier 5 mal 5, sagen wir mal, dann wäre der hier. Das heißt, ich kann hier die Farm erstmal ausbauen. So, wo war das jetzt hier? Das heißt, hier baue ich erstmal eine Farm mit dem Kürbis. 1, 2, 3, 4. Und die hat dann, sollte hier genug Platz haben. So, Goblins, macht ihr was? Ich deaktiviere jetzt mal diese Mine, dann geht es immer schnell und die laufen dann direkt hin. Okay, jetzt machen sie es auch so. So, dass was laberst du? Einige deiner Kreaturen sind hungrig, können aber keine Nahrung finden. Ja, sie bauen ja gerade eine Farm, jetzt nicht so eilig. Einen neuen Dungeon zu bauen, das ist immer so, da kommt man sich so richtig wie ein Architekt vor. Aber recht spannend, muss ich sagen. Genug Plätze hätte ich ja eigentlich, verfügbare Felder. Bei der nächsten Stufe wird mein Dungeon verstärkt. Na, ich bin gespannt. So, soll ich den jetzt erstmal so lassen? Ich kann ihn im Prinzip... Kann ich ihn gleich ausbauen? Schauen wir mal. Nein, stimmt. Ich müsste ja... Ich habe ja nicht mal Kristalle. Da muss ich ja die ganzen Ressourcen erst hinüberschicken. Huiuiui. Das ist schon ein bisschen komplexer dann, wenn man hier nicht alle Ressourcen zum Abbauen hat. Aber ich baue jetzt erstmal wirklich hier so in der Ecke. Vielleicht irgendwas, wo die Leute eher plündern wollen. Mal schauen, was bauen wir hin? Was bauen wir hin? Taverne, ah, da gehen die ab und zu hin. Werkstatt zum Beispiel. Das würde ich hier machen. Und vielleicht zerstöre ich dann einfach meine Werkstatt im ersten Dungeon. Man muss ja nicht alles überall haben. Dann zerstöre ich die Werkstatt drüben. Und baue praktisch einfach hier eine große Werkstatt. Denn die Werkstatt benötigt man für die Forschung. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel alle Technologien, Meister der Kreaturen hingehe und zukünftige, dann gibt es hier Sachen wie zum Beispiel, erhöht die Anzahl der Kreaturen in allen Dungeons um 5, aber für manche muss eben auch von diesen Technologien, nein, nicht von diesen Technologien, gehen auch beim Handwerk, wenn ich jetzt zum Beispiel ein... Plus 10% auf alle Kreaturen Wahrnehmungsreichweite. Das heißt, die können dann weiter praktisch angreifen. Dann brauche ich die Werkstatt auf Stufe 3. Oder hier brauche ich die Werkstatt auch auf Stufe 3. Werkstatt Stufe 2. Werkstatt Stufe 2. Ja, und da muss man die eben upgraden. Und in meinem Dungeon habe ich ja die Werkstatt hier irgendwo in der Ecke ungünstig platziert. Und deshalb baue ich einfach hier eine fette Werkstatt und reiße in meinem anderen Dungeon die Werkstatt komplett ab. So, hier Werkstatt, 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 Werkstatt. Und dann noch hier Werkstatt. So, und jetzt brauche ich einfach normale Felder, die dann hier zurückführen. Wo haben wir die normalen Felder? Einfach diese hier, die kosten kaum was. Die kosten gar nichts sogar. So, ich mache es einfach so gerade hier zurück. Gut, und dann, also laufen die da jetzt hin. Eigentlich müssen diese, die bereiten sich auf ihre Schicht vor. Also ich glaube, ich weiß euch zu helfen. Ich werde euch gleich Beine machen. So, deaktivieren und hin. Hopp, 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 hopp. Hallo, ich habe die schon deaktiviert, diese Mine. Lauf, laufe geschwind, mein Kind, und baue hier. So, in der Zwischenzeit schaue ich zu Schillville rüber und reiße jetzt praktisch hier meine Werkstatt ab. Mal schauen, ob mein Plan aufgeht und ob ich mir hier dann Felder sparen kann. Weil wenn ich mehrere Dungeons habe, brauche ich doch nicht in jedem Dungeon eine Werkstatt eigentlich, oder? Das werde ich herausfinden auf jeden Fall. Weg damit, weg damit. Hau ab. Wieso muss der jetzt genau auf der Werkstatt herumtaumeln? Oh, solange sich noch Möbelstücke darauf befinden. Das tut mir jetzt aber leid.
Und wie packe ich dich weg? Das geht dann gar nicht. Nein! Oh mein Gott, wieso kann ich das nicht verkaufen? Dann muss ich mein Möbelstück irgendwie verkaufen. Das geht dann gar nicht so, wie sich der Schilling das gedacht hat. Das ist nicht gut. Und hier, was macht der da? Was tanzt der da herum? Der kann da einfach durchgehen. Okay, also du kannst einfach nicht verkaufen, solange sich noch Möbelstücke darauf befinden. Also geht das doch nicht so wirklich. Und das kann ich nur nicht wegmachen, weil sonst der Weg zum Ausgang blockiert wäre. Aber dann baue ich hier einfach zwei normale Felder mal ganz provisorisch hin. Kann jetzt dieses Feld abreißen. So, das kann weg. Ja, und wie ich dieses Möbelstück wegbekomme, das wäre noch interessant. Wo haben wir die Mine, Farm, Bibliothek, Werkstatt, Raum zurückbauen? Muss ich hier? Bekomme ich da irgendwas zurück? 5 Minuten dauert das Zurückbauen? Nein, da bekomme ich nichts zurück. Aber so werde ich praktisch dieses Problemkind los. Und dann werde ich in Ressourcing. Jetzt schaue ich mal. Ich hoffe, die Goblin-Arbeiter haben hier schon gute Arbeit geleistet. Das hüpft schon wieder. Okay, dann hüpft's halt. Ah, die eine Ressource ist schon abgearbeitet. Sehr brav. Aber die anderen dauern noch 1:30 Stunden. So, hier kann ich dann hoffentlich irgendwann ausbauen. Und zwar die Werkstatt. Ja, da brauche ich Kristalle. Das heißt, ich werde dann auf der Oberwelt zu diesem Dungeon Kristalle rüberschicken. Und dann hier praktisch eine fette Werkstatt bauen. Dadurch kann ich dann hier einige Sachen handwerklich herstellen und spare mir dann praktisch in meinem Hauptdungeon in Shillville, spare ich mir die Werkstatt, weil manche Sachen, das braucht man ja wirklich nicht überall. Wofür brauche ich in beiden Dungeons eine Werkstatt? Oder vielleicht habe ich dann, wenn ich hier ein Item herstelle, Moment, das schaue ich mir jetzt auch nochmal ganz kurz an. Dafür baue ich jetzt nur testweise, wieso ist das hier? Nur testweise eine Taverne hin. Oder will ich eine Taverne? Nein, was will ich denn? Ich will ein... Was wollte ich denn? Hier, so einen Schlafplatz, eine Ratshöhle, genau. Jetzt ist mir das Wort entfallen. Los, baut das mal schnell. Jetzt muss ich schauen, weil ich habe noch ein Warlock-Bett, ob ich das Warlock-Bett vom anderen Dungeon auch hier platzieren kann. Weil wenn nicht, dann würde mein Plan nicht aufgehen. Das wäre dann nicht so gut, weil wenn ich dann hier die Werkstatt habe und hier die guten Items herstellen kann, hätte ich dann die nicht in Shillville drüben. Das wäre dann uncool. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Möbelstücke platzieren kann ich nicht. Nein! Nein! Geht das dann wirklich nicht? Oh mein Gott, nein! Nein! Okay, dann... rückgängig machen! Rückgängig machen nicht! Nein! Reiß die Werkstatt nicht ab. Ich meine, eigentlich, okay, sie ist unnötig, weil ich sie hier so in der Ecke platziert habe. Das passt schon, dass die erstmal abgerissen wird. Aber dann geht dieser Plan doch nicht so. Und die Möbel, wenn ich jetzt hier klicke, ja, hier kann ich ein Möbelstück platzieren. Nämlich, ich habe mir 2 neue Warlock-Betten gemacht. Die schmeiße ich da mal wohin. Wo sollen die schlafen? Hier einer und hier dann noch einer. Das heißt, ich habe jetzt 2 neue Warlocks. Die müssten dann gleich hier irgendwo antanzen. Jo, aber die Werkstatt, die war mir hier schon ein Dorn im Auge, das muss ich mir irgendwie besser überlegen. Die werde ich dann, ich hoffe, ich bekomme dann neue verfügbare Felder dazu, irgendwo in einer Ecke machen. Aber geht dann doch nicht so. Wäre aber eine gute Idee gewesen, also das hätte was werden können, aber leider dann doch nicht so wie gedacht. Na gut, dann level ich noch ein bisschen hoch und dann schauen wir mal, wie es mit Ressourcing weitergeht.